liebe Lego-Freunde, ich bin Holger, der Austrian Brick Fan aus dem schönen Kärnten in Österreich und heute Lego City Set Nummer 60431, der Weltraum Rover mit Außerirdischen. 311 Teile für 29,99 €, ein Set von mehreren für die neue Lego City Space Reihe, die im Januar 2024 auf den Markt gekommen sind. Es gibt ja noch weitere Space Sets, nicht von Lego City, sondern von Creator, von Friends, von Dreams und sogar von Duplo. Und Technik kommt auch noch, allerdings erst im März. Schauen wir uns dieses Set jetzt hier mal genauer an. Wir bekommen zwei Minifiguren mitgeliefert und die haben ja bei allen Space Sets verschiedene Farben. Hier ist ein hellblauer und ein grüner Astronaut mit dabei. Wobei ich, soweit ich das verstehe, es ist nirgendwo näher erklärt, dass diese blauen so Piloten sind. In dem Fall der Fahrer von diesem Rover. Die grünen dann irgendwie so Forscher oder was, keine Ahnung. Er hat auf jeden Fall eine Kamera in der Hand, um zu der diese Planetenszene, die ich euch gleich zeigen werde, mit den Aliens zu fotografieren. Er hat hier so ein Fernrohr in der Hand. Beide Minifiguren haben kein zweites Faceprinting, wenn wir uns das Kopfteil angucken. Da ist nichts. Er hat hier allerdings auf der Rückseite auch noch so ein C-Clamp-Teil. Da können wir auch die Kamera dran stecken, wenn er sie nicht in der Hand halten möchte. Und auch hier der blauen Figur kein zweites Faceprinting. Der hat keine C-Clamps oder sonst was, dass wir hier dieses Element auf den Rücken packen könnten. Allerdings, warte mal, na, das hat keine Noppenaufnahme, dass wir es hier hinten auf die Noppe draufstecken könnten. Würde nicht funktionieren. Dann ist dieser kleine Rover noch dabei. Das ist so eine Drohne. Der hat auch hier ein kleines Energy Pack drauf. Vorne ist ein Scheinwerfer angedeutet. Und dann gibt es hier diese kleine Planetenszene mit diesen zwei Aliens, Außerirdischen. Von denen sind auch in anderen Space Sets welche mit dabei. Das hier ist, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, das kleinste, wo solche Aliens dabei sind. Da ist ein Kristall drauf. Allerdings kann man diese Alien-Figuren da nirgendwo drauf festnoppen, weil von unten haben die keine Noppenaufnahme. Das heißt, wir können sie nur in diese Löcher da reinstellen. Sie fallen dann halt eben gegebenenfalls wieder um. Und dann haben wir den Rover selber. Und den finde ich jetzt richtig klasse, weil der hat diese Pendelachsen hinten und vorne an der vorderen Rädern hat er eine Federung. Damit kann der ziemlich realistisch über Hindernisse drüber fahren. Wir haben zwei Energy Packs, eins links, eins rechts. Die können wir natürlich wieder mit der Hand abmachen. Hat hinten eine Ladeluke. Und wir können hier das Cockpitfenster und das Teil dahinter entfernen. Und dieser kleine Drohnenrover, der passt da hinten rein. Können wir dann hier drauf noppen und Klappe zumachen. Das passt auch alles. Und dann hat man auch einen besseren Zugang in den Innenraum. Beide Minifiguren haben im Innenraum dieses Rovers Platz. Und dann hätte ich gesagt, schauen wir uns mal diese Eigenschaften, die er beim Fahren hat, etwas genauer an. Ich nehme jetzt einfach einmal meine Hände. Ich hoffe, man kann das so halbwegs sehen. Sollen wir mal also da drüber fahren. Und ich muss natürlich dagegen drücken, ne? Weil das ist klar, weil das Federbein ist doch recht stark. Dann seht ihr, dass die Federung funktioniert. Und auch diese Pendelachsen hier, wenn wir das so nochmal machen, seht ihr, das funktioniert eigentlich ganz gut. Also damit durch die Gegend zu fahren, über Hindernisse drüber, ich glaube, da können Kinder doch schon ziemlich Spaß bei haben. Für uns Erwachsene, weiß ich nicht, vielleicht kurzfristig. Anleitung, schalt mal wieder um, zwei Stück. Anleitung 1. Auch in dem Fall Tüte 1 von 4 wird diese Planetenszene, dieser kleine Drohnenrover und eine Minifigur gebaut. Also nicht wirklich viel, dauert auch nicht lange, 18 Seiten, alles fertig. Und Anleitung 2, die Tüten 2, 3 und 4 ist dann der Rover selber. Ein paar Technikelemente hinten für die Achsen und so weiter. Teileliste. Keine weiß Gott, was für große Herausforderungen, das Ding zusammenzubauen. Und als letztes habe ich hier noch die Box. Da ist sie, diese mehr oder weniger quadratische Form. Das Space-Logo. Rückseite nochmal gezeigt, hinten das mit der Klappe.
Und das mit vorne mit der Federung. Man sieht es auch hier an dem Bild. Ja, soweit so gut. Das war es von mir zu diesem Set. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.